So, liebe YouTuber, liebe Minecrafter, liebe Abonnenten, hier ist wieder NetPilgrim mit der nächsten Folge zu Block Network. Und leider habe ich schon ein paar Sachen ohne euch gemacht, denn das Aufnahmeprogramm lief gar nicht. Ich habe nämlich... Oh, da ist jemand dazugekommen! Yay! Yay! Guten Abend! Yippie! Ich war nämlich vorher alleine. Oh, da sind zwei! Huch! Da ist einer dazugekommen und ich habe gar nicht mitgekommen, wie der dazugekommen ist. Hammer! Krasse habe ich nicht mitbekommen. Echt krass! Okay. Was wollte ich gerade? Ah, genau. Ich habe schon ein bisschen was gecraftet. Hier, das da und das da und das da und die da. Was lernen bei Zombie? Genau, geil. Ja, genau. Ich habe hier die Felder abgeerntet und die Erze da reingelegt. Und dann habe ich gemerkt, oh, ich nehme gar nicht auf, geil. Ich gucke lieber mal jetzt. Okay, ich nehme auf. Ich bin ja immer noch nicht freigeschaltet. Okay. Wo ziehst du denn ein? Okay, was ich machen wollte, während der sich so meine Ahnung. Ja, und Brot habe ich auch schon gebacken. Es tut mir so leid, es tut mir so leid. Ich schäme mich. Moment. Hier. Ich gehe mich schämen. Ich stelle mich in die Ecke. Hier, seht ihr, ich stelle mich in die Ecke und schäme mich. Oh, ich schäme mich so sehr. Okay, ich habe mich genug geschämt. Hey, das ist cool. Cool! Mehr Nachbarn. Roffel-lol. Gut, ja, ich möchte nämlich jetzt... Ich habe mir nämlich gedacht, ich habe hier unten ja diese blöden Schilder gesetzt, aber es gibt doch diesen komischen Minimap-Mod da oben. Das heißt, man kann doch irgendwie... Ja? Man kann den doch irgendwie beeinflussen. Ja. Und ich habe rumexperimentiert, indem ich einfach auf alle Knöpfe gedrückt habe. Ja, und habe rausgefunden. Sternchen! Mit Sternchen! Mit Sternchen! Mit oh, Zombie! Achso, ich habe ja einen Sound. Hallo! Ja. Hallo! Yay! Puff! Wieso? Hast du dann keine Setzrechte? Hast du keine Setzabbaurechte? Abbaurechte. Fragezeichen? Wo ist denn jetzt der Zombie hin? Wo ist er hin? Oh, das ist natürlich scheiße. Oh, das ist ärgerlich. Ah, das ist doof. Dann Skype doch mal. Die Chefs. Organisatoren wollte ich schon sagen. Die Chefs an. Anscheinend. Komm mal, vielleicht hast du ja Glück. Vielleicht hast du Glück. Glück im Unglück. Ist ja sonst doof. Aber gut, wenn die ein Let's Play Together machen, dann könnten die ja letzten Endes auch rein theoretisch. Kann der eine aufnehmen und der andere. Wow! Legt sich im Spinnen rum. Ah, gibt Rückendeckung, genau. Yay. Ja, genau. Diese stinknormalen Zäune sind natürlich nicht spinnensicher. Oh Gott. Jetzt gucke ich alle paar Minuten, gucke ich da, ob ich wirklich noch aufnehme. Jetzt bin ich total traumatisiert. Das Wort habe ich gesucht. Ja, genau. Also, zurück zum Kontext. Ich habe rausgefunden, hier, da, Sternchen. Sternchen. Und ich habe rausgefunden, er klickt. Ich weiß nicht warum, aber wenn ich auf R drücke, das klickt. Aber das hatte ich schon bei den Mysperiments. Oh, da ist ein Creeper. Irgendwo da hinten ist ein Creeper. Grün, er ist sehr nah. Er ist sehr nah, von der Höhe her. Ja, da ist er. Ja, was machst du denn da? Hallo? Kann man mal die Stadt hier ausleuchten? Das kann ja wohl nicht auf deine Kuhhaut gehen, ey. Oh. Meine Fresse. Nee. Ja, komm. Hau ab. Geh weg. Geh tot. Geh in den Tod. Oh, ein Bogen.
Bogen. Cool. Nein! Nein, du! Mach mir noch! Wir haben den Bogen geklaut! Ihr war schneller! Ja, wir haben den Bogen geklaut! Unverschämt! Unverschämt! Yay! Ich mag's, wenn's rumst. Grins. Ja, okay, also hier seht ihr zwei auch ganz frische, frisch Fleisch, Frischlinge. Ihr dürft reinkommen. Also so ist es nicht. Ist ja jetzt nicht so, als ob es hier viel zu klauen gäbe oder zu holen gäbe. Aber genauso wenig gibt es hier auch viel zu sehen. ja, weil ich einfach nicht viel Grundstück habe. Ja, also. Sehr nass bei mir. Sehr, 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 sehr nass bei mir. Absolut nass. Sehr nass. Sehr, 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 sehr nass. So, aber ich kann den Jungs mal ein bisschen Brot geben. Nee, ich habe kein Brot, verdammt. Aber ich habe ein Steinpferd zu viel. Genau, ich habe ein Steinpferd zu viel. Nein! Ich habe ein Schwert zu viel. Ist nur Stein. Aber ich brauch's nicht. Kannst du uns rübertauchen? Da. Perfektissimo. Echt? Echt? Es gibt eine Wasserverbindung. Echt? Tatsache. Gibt's eine unterseeische Verbindung. Geil. Ich schmeiß mich weg. War nicht ersticken. Okay. Dann wollen wir mal wieder Wegpunkte setzen. Genau. Wegpunkte setzen. Das heißt, ich gehe in die Ecke. Nee, da ist ja. Da ist die Ecke. Ich will wieder reinschwimmen. So. So, und dann gibt es doch bestimmt hier irgendwo. Da! Wegpunkte! Naja. Also, Grenze. Yay! Grenze. Ja, dann. Ja. Ist er jetzt da? Ja, ist da, cool! So, dann machen wir hier einen hin. Da. Minus. Grenze. Cool. Cool. Ja, minus der Kurzknopf. Hab ich auch gefunden. Ja, ihr seht, das war doof, ne? Ist doof. Nee, jetzt hier, da. So. Grenze. Hä? Ja, wo ist denn die Maus? Wo ist die Maus? Da. Maus. Grün. Nein! Bah, was ist das für eine Farbe, ey? Die ist ja eklig. So, schönes Grün. Schönes Grün. Das. Weg damit. Weg. Solch hässlichen Dinge möchte ich auf mein. Nein! Verdammt, ja. Jetzt weiß ich, wo das herkam. Oh, das sieht nice aus. Cool. Nicht schlecht. So, Minus. Grenze. So. Perfekt. Ja, also um das nochmal zu zeigen, hier, da. Da steht's. Minus! Hier, Minus. Cool, ne? Cool. So, Dali, dann haben wir hier nochmal Grenze hin. Grenze. Ich glaube, das Spiel ist klar, ne?
Okidoki. Grenze sitzt. Schick. Jetzt kann ich nämlich auch unten, ohne diese blöden Schilder, ungefähr sehen, wo mein Grundstück ist. Oh, ich hab da... Nee, hab ich nicht. So, ich hab... hatte mir die Karte auch schon so angepasst, wie ich sie gerne hätte. So. Und dann habe ich mir was gecraftet, um da unten schon mal einen kleinen Weg zu schaffen. Ja, ja. Komm, 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 komm. Oh, ich höre es da links. Oh, nirgendwo eine Spinne. Okay. Genau, das ist ja quasi hier noch genau die Grenze. Das heißt, ich kann hier meinen Sound ziehen. Und das darf ich eigentlich nicht wegmachen. Gut, dann mache ich den halt hier eben so, dass da nichts kommt. So. Naja, Zaun ist es ja eigentlich in dem Sinne nicht, nicht. Ist es ja nicht, ne? Ist ja kein Zaun, ist ja... Ne? Kobbel. Und... Boah, hier ist alles voll. Alles voller Möpse. Alles voller Möpse. Unglaublich. Unglaublich. So, und dann kann man hier so eine Halbstufe hinmachen. Wo hab ich... Da habe ich eine. Da habe ich eine und... Huch! Okay. Ja, ich wollte hier eigentlich eine Mob-Farm hinmachen, aber da wir natürlich jetzt hier ein Höhlensystem direkt unter der Stadt haben. Also, direkt. Ich meine, direkt unter der Stadt. Hallo, direkt unter... Die spawnen doch dann überall, nur nicht da, wo ich sie haben will. Moment, habe ich da gerade was Gelbes gesehen? Was Gelb-Glitzerndes? Ich glaube, ich habe da gerade was Gelb-Glitzerndes gesehen. Und zwar innerhalb meiner Grenzen. Yeah. Wo ist die Grenze? Da. Yeah! Hui! Ist mir! Meins. Yay! Okidoki. So, das heißt, dass ich letzten Endes dann darauf angewiesen bin, eine Mob-Farm irgendwie irgendwo in einer Mooscraft-Welt zu bauen. Aber das passt ja, ist ja nichts Schlimmes. So, jetzt haben wir hier da und vielleicht da und vielleicht da und da so, genau, perfektissimo. Da so, perfekt. So, Gammelfleisch. Aha. Da kam das her. Ja, ja, komm. Hallo, stirb noch mal. Was? Noch einer? Noch einer? Wo kommen die denn überall her? Meine Fresse. Oh Gott, ey. Die sind ja richtig Hammer hier. Komm. Komm. Oh, der ist sauer. So, haben wir es jetzt? Meine Fresse, ey. Was ein Gezombie, ey. Was ein Gezombie. Ich glaube, hier ziehe ich mir mal ein Dach hin. So, besser ist das. Besser ist das. Verdammt. Ja, dann halt so. So. Ha! So, dann machen wir hier mal hell. Ja, den Fackeln ausge... Nee. Ja, habt ihr den Fall gesehen? Habt ihr ihn gesehen? Irgendwie ist er direkt über mir oder... Ah, da. Ah, okay. Na gut. Ist mir jetzt so doof. Drüben ist auch einer. Boah, alles voller Maps hier. Alles voller Maps. Kann ich. Oh. Oh, was ist denn das da oben? Nices. Oh, Junge. Warte mal, spielen wir mal ein bisschen Spleef. So. Ich will das runterspleefen. Ich will das Skelett runterspleefen. Ich krieg das hin. Ich spiel das da runter. Ich spliefe das da runter. Ich spliefe dich da runter. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Juhu! Yeah, ich hab's geschafft. Ich hab das Skelett tot gesplieft. Oh nein. Karte. Es lebt doch noch. Scheibenkleister. Ah. Das nehmen wir mit. Oder? Ah, verdammt, das war nicht auf meinem Grundstück. Wo ist es jetzt? Wo bin ich? Wo ist es? Was mache ich? Hopp. So. Jetzt muss ich wieder hin. So. wir brauchen... Seht ihr die Pfeile? Seht ihr, wie viele Pfeile ich da in mir drin stecken habe? Alter Schwede.
Alter Schild, das geht ja auf keine Kuhhaut, diese Pfeile. Aber genau, ich wollte mich da hochstecken. Ah, okay, also wieder hüpf und hoch. Weil da oben habe ich so Büsche gesehen. Da habe ich irgendwie so Büsche gesehen. Irgendwelche Erzbüsche. Die hole ich mir jetzt natürlich. Ganz klare Geschichte. Hopp. Hopp. Vielleicht hätte ich sie erst abernten sollen, aber gut. Ah, war automatisch. Ah, ja. Irgendwas Explosives, wie es scheint. Ja, und danach gehen wir nach oben und gucken, was wir für die... Na toll. Na toll. Na toll. Geh weg. Ja, so muss das sein. So, genau. Was ich nämlich schon geguckt habe, hier nach Turtles, und ich habe gesehen, es gibt eine Farming Turtle. Das heißt, vielleicht kann man sich sogar mit Weizen eine vollautomatische Nahrungsfarm machen, wenn es irgendwie diese Farming Turtle schafft, den Weizen wieder hinzupflanzen. Das wäre doch genial, oder? Also ich finde das genial. So, dann, ich bin mir sicher, ob das Maserator oder Pulverizer heißt. Irgendwie habe ich schon so beides so im Kopf mal gelesen. Maze. Maystone. Okay. Pulverizer. Okay. Oh Gott. Für den Pulverizer brauchen wir eine Piston. Wir brauchen Flint. Wir brauchen einen Machine Frame, das heißt, wir brauchen Gold, Eisen, Glas. Okay. Ah, ja, Rechtsklick laggt. Ja. Page 1 von 27. Also, diese Maschinenrahmen brauchen wir für ziemlich vieles. Okay, gehen wir nochmal auf den Pulverizer. Also, wir brauchen diese Maschinenrahmen. Wir brauchen einen Redstone Reception Coil. Spannend. Okay, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Gold und Kupfer. Okay, das heißt, wir brauchen... Oh Gott, da muss ich erstmal oben gucken, was... Ich glaube, wir haben diese Kupferbeere. Ja, Spinne. Hau ab. Geh weg. Ich mag dich nicht. Hau ab, geh weg, 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 ich mag dich nicht. Mag dich nicht. Mag dich nicht, Blödspinne. So, das heißt, wir schauen jetzt erstmal, was wir überhaupt oben so alles haben. Wir haben... So, machen wir hier rein. Gehirn. Wir können vielleicht mal backen. Komm, backen wir ein bisschen. Ah, da war noch Brot, genau. Hab's. So, wir haben Gold. Das müssen wir schmelzen. Hilft ja nichts. Wir haben kein Kupfer. Wir haben irgendwie diese Kupferbeeren. Kupferbüsche. So. Können wir diese Kupferbeeren zu Kupfer schmelzen? Ja, da passiert was. Da passiert was. Kupferbeeren werden zu Kupfernugget. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, alles klar. Dann, dann brauchen wir hier ein kleines Feld. Das machen wir jetzt hier weg. Wollen wir ein kleines Feld, weil die müssen ja irgendwie bei Dunkelheit wachsen und dafür darf es natürlich hier nicht zu hell sein. Deswegen machen wir jetzt hier auf dem Weg nach unten das Dunkel und machen dann hier... Okay, ich brauche doch eine Fackel, sonst sehe ich nichts. So. So, machen wir jetzt mal die Fackel hin. So, okay. Dann machen wir hier quasi eine kleine Plattform. Hier und hier, wo wir die Büsche dann anpflanzen. Geh weg. Geh weg. Cool, man sieht die Squids. Ich sehe da auf. Seht ihr da oben rechts auf der Karte? Da ist ein Squid unten zu sehen. Lustig. So, und, ja doch. Dieser eine Blockreihe gehört ja noch zu meinem Grundstück. Weil. Genau, ne? Dazwischen sind ja immer die Wege. So, Okay.
Okay, was wollte ich jetzt... Ah, ich wollte den Busch hier entpflanzen. Dafür brauche ich den Busch natürlich. Und, Busch. Oh Gott, ich glaube, ich brauche noch eine... Ja, genau. Genau das wollte ich gerade machen. So, da ist der Kupferbusch. Genau, ich brauche aber nur 3, weil das funktioniert sonst, glaube ich, nicht. So. Jetzt müsste ich den ja eigentlich hier hinsetzen können. Ich experimentiere mal, was passiert, wenn ich eine Fackel setze. Okay. Kupferbusch. Okay, eigentlich kann man das sogar zumachen, theoretisch, oder? Hm. Experimentiere mir einfach mal damit. So, vielleicht muss man auch nicht ganz dunkel machen. Vielleicht brauchen die unter einem gewissen Lichtlevel. Das könnte man natürlich ausprobieren. Aber ich hatte doch am Anfang dieses Buch. Da. Das hat man doch immer einfach. Materials and You. Und da stand es doch irgendwie von diesen Büschen da. Orberry. Erzbeeren, okay. You will happen up in the bush known as Orberry. They've grown on dark ash and gray. Close to complete darkness. Close to complete, okay. Also vielleicht nicht ganz so schlimm. Okay, aber ich glaube, die einfachste Methode ist, wenn wir einfach in die Wildnis ziehen und vielleicht doch irgendwo uns nochmal Kupfer herholen. Dazu... Ah, ich habe den Bogen ja doch. Okay. Okay. Lustig. Cool. So, das machen wir jetzt erstmal 2 Kisten. So. Um uns noch eine Doppeltruhe zu machen. Und zwar hier. Und da tun wir jetzt einfach auch nochmal ein paar Sachen rein. Forcegem, Gehirn, Minium Shard, Rotten Flesh, hast du nicht gesehen. Das ist jetzt eher da was für. Also wir müssen auf jeden Fall das Gold schmelzen. Das Schmelzen können wir immer noch machen. Wir brauchen nämlich, das Kupfer brauchen wir so oder so, ne? Concentrate Essence. Das heißt, wenn wir die in den Ofen tun, dann macht der Ofen Bumm, nehme ich an. was haben wir denn überhaupt noch an Eisen? Wir haben gar nichts an Eisen. Okay. Aber wir müssen ja nicht weit weg. Wir haben ja direkt das bei uns unterm Haus. Das heißt, wir haben einen Pfeil. Mehr schießt sich der Bogen auch nicht. Das heißt, wir gehen einfach quasi Dark Haven, wo wir uns schon auskennen. Haben wir genügend Kohle? 4 Stück. Ja, das reicht für ein paar Fackeln. Das reicht für ein paar Fackeln. Aber wir haben neue Erkenntnisse gewonnen. Ich weiß jetzt endlich, wie dieses Minimap-Programm funktioniert. Yippie! Ich kann mit Minus einfach Dinge setzen. Und da sieht man dann die Grenze. Total cool. Und einmal vielleicht so. Damit ich mir hier Wasser holen kann. So, und jetzt kann ich hier im Bereich meiner Grenzen ganz normal caven. Zum Beispiel kann ich da drüben diese Kohle absahnen. Die ist mir. So, meine Kohle. So, rein theoretisch könnte ich natürlich auch einfach irgendwo anders caven und sobald ich Diamanten habe, hier ein Loch ausheben, aber es ist halt hier so schön nah und es ist natürlich ein überschaubares Gebiet und von daher ist es, glaube ich, ganz nice, wenn ich mal hier cave. Vielleicht brauche ich doch noch ein paar Fackeln, nicht? Könnte man so meinen. Noch, so. Und so. Ta-ta-ta-ta. So. Oh, da ist noch mehr Kohle. Ha! Noch mehr Kohle! Wie konnte ich die nur übersehen? Wie konnte ich nur diese Kohle übersehen? Unglaublich. 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 So, so. Ah, die Eisen. Die Eisenaxt ist bald leer. Das mag ich gar nicht. Das mag mir nicht gefallen. So gar nicht mag mir das gefallen. Gar nicht. Überhaupt nicht. Kein bisschen. So, machen wir ein bisschen hell. Das ist mir einfach zu dunkel. Okay, ich bin sehr nah, aber ich sehe es irgendwie nicht, die Grenze. So. Nee, da. Da und da und... Nein, ich wollte doch da gar nicht runter. Was macht ihr denn mit mir? Okay, hier ist Kohle. Kohle... Ich bin immer noch in meinem Gebiet. Okay. Laut Karte bin ich immer noch in meinem Gebiet. Ja. Oh, Lapis. Ist der jetzt... Die Frage, ist jetzt außerhalb oder nicht? Hm. Ja,
Vielleicht ist es doch nicht so gut hier zu caven. Lass du mich da rein! Blödes Teil. Ist vielleicht doch nicht so intelligent hier zu caven. Ja, so, vielleicht so. Oder? Aber ich bin zu der Karte nach. Die Karte nach ist hier die Grenze. Das heißt, das ist nicht mehr auf mein Gebiet. Okay. Aber da habe ich eben Erze gesehen. Kann ich hier irgendwo jetzt hier was sein? Nee, das ist nur eins von oben, ne? Ah, noch mehr Kohle. Cool! Noch mehr Kohle. So, her damit. Hör damit. Ah, cool, ich kann hier raus. Yay! Oh nein. Okay. Machen wir es lieber so. Hilft nichts. Weil. Ah. Ja, genau. Hier ist die Grenze. Okay, alles klar. Hier direkt ist die Grenze. Da können wir es sehen. Und da haben wir auch, nehmen wir die auch in die Hand. Da haben wir hier noch was anderes. Und da haben wir wieder Kohle. Kohle geht mit Stein. Ja, und so weiter und so fort. Aber irgendwie kein Kupfer. Also da muss ich wohl irgendwie hoffen, dass diese blöden Kupferbüsche wachsen, damit das mit dem Kupfer klappt. Ja, dann klappt es auch mit dem Kupfer. Also nicht, dann klappt es auch mit dem Nachbarn, sondern dann klappt es auch mit dem Kupfer. Witzig, ne? Ja, genau. Komm, wir hatten heute noch nicht genug Zombies. Komm, gib mir noch ein paar. Kann man immer gebrauchen, Zombies, klar. Da kann man ganz lustige Experimente machen. Man kann zum Beispiel die nicht vorhandene Intelligenz von Zombies herausfinden. Ja, darüber muss man jetzt nachdenken. Okay, vielleicht noch ein bisschen. Ja, komm, ich habe ja noch. Ich habe ja noch ganz viel Kohle jetzt gefunden. Das heißt, ich kann hier ganz viele Fackeln machen. 8 Stück. 8 Stück! Ha! Ich hätte mehr machen können. So. Ah, da ist noch Kohle. Und die ist so richtig Hammer auf meinem Grundstück drauf. Das heißt, die hole ich mir. Die hole ich mir. Her mit der Kohle. Kohle. Her damit. Nur irgendwie, ich möchte eigentlich. Guck mal, eigentlich möchte ich doch Kupfer, ne? Ist das denn. Das ist doch eigentlich gar nicht so schwierig. Ich will Kupfer, liebes Spiel. Kupfer, ja? Kupfer. Das ist so. Eher so Kupferfarben halt, ne? Bin ich hier im Netz? Ja, ich bin im Netz. Und jetzt bin ich weggespült. Okidoki. Ich habe da aber noch einen Eimer. Ja, ich habe einen Eimer. Und ich hole mir jetzt diese blöde Wasserquelle, die mich so hier nervt. So viel besser. So. Hier ist noch auf meinem Gebiet. Ah, ich glaube, ich muss mir einfach mal mehr Fackeln machen. So, machen wir mal hier die Hälfte zu Fackeln. So, zack, 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 zack. Hat irgendwie Verbindungsprobleme, der Junge. Funke Abgrund. Ja, ich nehme alles an. Ah, hier ist natürlich genau die Grenze. Genau da, wo das Eisen ist. Schweinerei. Ah, da ist Eisen. Und da ist ein Busch. Ah, nice. Nee, doch lieber die. Yeah. Meins. Nein! Mir! Meins. Oh, noch mehr von mir. Ha! Mir. Und kaputt. Ich habe kein Eisen. Aber da oben war Eisen. Ah, da ist noch ein Busch. Cool, da ist noch ein Busch. Wo ist denn was zum Hochstecken? Okay, nichts zum Hochstecken. Dann eben hochreiten. Reiten wir nach oben auf dem Wasser. So. Zack, zack. Und oben sind wir. So. Nicht ganz. Aber unter dem Busch. So. Komm her. Ah, oh, meine Fresse, ey. Diese Büsche, ey, von heute sind auch nicht mehr das, was sie waren, ey. Hopp. Und hopp. Und. Ja. Manu, lass mich doch mal da raus hier. Ach Gott. Das mit dem Hochreiten mit dem Wasser ist gar nicht so einfach. Hopp. Ah. Hopp. Ja, jetzt. Jetzt. Auf nach oben. Auf. Und da haben wir es. So, dann brauchen wir was zum Stecken. Oder, nein, da graben wir uns jetzt. Hier graben wir es auch. So, graben. Graben muss das Skelly hinter mir. Okay, hier war doch irgendwo Eisen.
Irgendwo war doch hier Eisen. Ich hab's doch genau gesehen. Ganz genau. So. So, können wir aber die Schienen gut abbauen. So. Hopp. Wow. Wow, 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 wow. Wow, wow. Irgendwie da. Ah, da oben. Neues Leaf. Komm. Komm runter. Ah, ich sterbe gleich. Cool. Das ist nicht so cool. Du sollst sterben. Du. 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 Haha, das war aber arschknapp. Haha, das war so arschknapp. Haha, das war so arschknapp. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Eisen wollte ich, ne? Eisen wollte ich. Oh Gott, ich bin gerade so geschockt. Bin gerade so geschockt. Gibt's hier unten denn keins? Keins für mich? Kein Eisen für mich? Ist auf meinem Grundstück, denk. Ah, da. Und das ist auf meinem Grundstück. Yeah, Eisen. Ha! Mann. Da ist ein Creeper. Da ist ein leidender Creeper. Warum leidet der so? Warum leidet der Creeper? Wer tut dem Creeper so böse Sachen an? Der arme Creeper. Ich mag doch Creeper. Ja, ist gleich aufgefallen hier. Meine Liebe zu Creepern schlägt sich nieder in meinem Shirt. Ne? Da. Und irgendwer quält ja einen Creeper. Das kann nicht sein. Das kann ich nicht zulassen. So. Hüpf! Hm. Ja, ich glaube, ich muss doch einfach mal irgendwo caven gehen, weil. Nein! Wow, ich habe überlebt. Cool. Alter Schwede, wo kommen die denn her, ey? Und warum, seit wann hüpfen die? Seit wann sind die so rigoros beim Runterhüpfen? Meine Fresse, ey. Das kenne ich so, aber nicht. Dass die so rigoros sind beim Runterhüpfen. Wahnsinn. Wahnsinn. Echt. Echt. Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Warum mehr Licht? Oh Gott. Da hinten schon wieder. Da. Oh oh. Oh oh. Ich hab's böse gemacht. Oh oh. Hey, du bist wieder auf meinem Grundstück. Du gehörst mir nicht. Geh weg. Wow, 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 wow. Wow, wow, ins Wasser, ins Wasser, ins Wasser, ins Wasser, ins Wasser, ins Wasser, ins Wasser. Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Pilgrimfahrer was slain by Entity Dartcraft Entity Angry Enderman.name. Ganz genau. Oh mein Gott. Ah, cool. Da kann ich sehen, wie weit es hier entfernt ist. Oi. Okay. Wo kamen die denn jetzt her? Wo kamen die denn jetzt her? Zwei Stück? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, mein Zeug. Ich will mein Zeug. Ich will es wieder haben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war blöd. So. Jetzt muss das Zeug da unten rumliegen, nicht? So. Da ist es. Da ist mein Zeug. Okidoki. Oh, ich habe eine Enderperle. Cool. Ich habe eine Enderperle. Ah, fürs Sterben, ey. Ich wurde verschont fürs Sterben. Geilomatico. Okay. Ah, das ist sogar meine Grenzen. Das da nicht. Gut, dann gehen wir einfach hoch. Vielleicht sind die Kupferbüsche gewachsen. Gucken wir mal. Rein aus Interesse interessiert mich das jetzt mal. Rein aus Interesse interessiert mich das mal. Also, geiles Deutsch, ne? Echt geiles Deutsch. So. Und da oben muss jetzt irgendwo hier. Da hier ist eine Fackel. Und irgendwo hier müssen jetzt die Büsche kommen. Ich drücke einfach mal rechts. Ah, hier. Nee. Hier ist nichts gewachsen. Nichts. Okay. Gut. Hm. Muss ich weiter experimentieren. Also. Ja, das war
jetzt nicht so erfolgreich, die Folge. Aber wir haben ein Eisen, das heißt, wir müssen einfach woanders caven gehen. Hilft nichts. Mit Steinschwert. Hilft nichts. Hilft nichts. Hilft nichts. Wir haben gerade mal 7 Kupfernuggets und das gibt dann wahrscheinlich noch nicht mal einen Kupferbarren, nehme ich an, weil wahrscheinlich braucht man so 4 geht wahrscheinlich. Ja, genau. Man braucht. Ah, geil. Okay, alles klar, liebe Leute. Das war's für diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten, wo ich dann wohl doch wohl oder übel auch ohne Eisenschwert eben gehen muss. Tschüss!